Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie die fest eingebaute Videokonferenz- und Mikrofontechnik im Hörsaal 3 im Gebäude 50 an der OFGO funktioniert. Die Kamera, die ich gerade benutze, ist die eingebaute Frontkamera in meinem Microsoft Surface Notebook. Und das Mikrofon, was ich gerade benutze, ist ein Hollyland Lark 150 Funkansteckmikrofon. Und jetzt schalte ich mal auf die Rückkamera von meinem Laptop um. Dann sieht man, dass ich tatsächlich im Hörsaal bin. Der ist außer mir allerdings menschenleer. Und ich schwenke mal die Kamera ein bisschen hoch und dann sieht man vorne in der Mitte den Projektor und oben rechts und links so die schwarzen Lautsprecher und in der Mitte drei Kameras. Und auf die linke von diesen drei Kameras ein Logitech-Rallye-System schalte ich jetzt mal um. Und dann sieht man, wie diese Kamera sich einschaltet und erstmal in so eine totale fährt, den ganzen Hörsaal filmt, ungünstigerweise meiner Meinung nach relativ viel Decke aufnimmt, sodass ich jetzt mal mit dieser kleinen Fernbedienung hier auf Preset 2 gehe. Preset 2 filmt dieses Pult und die sprechende Person. Ich bin allerdings relativ groß, deswegen ist die Kamera ein bisschen tief eingestellt, aber kein Problem. Man kann hier mit dieser Fernbedienung nach oben fahren und natürlich auch wieder nach unten und nach rechts und links schwenken. Das ist jetzt schon die volle Zoom-Stufe, also ich könnte nicht weiter reinzoomen, aber rauszoomen. Und also diese Kamera geht jetzt eben über dieses USB-Kabel in meinen Rechner rein, auch der Hörsaalton, den ich gleich mal zeigen kann oder anhören kann. Und über dieses weiße HDMI-Adapterkabel geht dann das Bild wieder raus zu dem Projektor. Projektor ist ein gutes Thema. Den findet man auf Preset-Taste Nummer 1, filmt eben die Projektionsfläche bzw. die Tafel, wenn man denn die klassische Kreidetafel nutzen will. Das Bild wiederholt sich jetzt natürlich hier unendlich oft. Aber was ich mal zeigen kann, ist, dass eben im Zoom sehr einfach ist, hier als Kamera das Logitech Rallye auszuwählen. Und als Ton ist jetzt im Moment eben mein zusätzliches Ansteckmikrofon, wo ich weiß, dass das ganz gut funktioniert. Zum Vergleich wähle ich das interne eingebaute Mikrofon-Array von meinem Logitech Surface Laptop. Das sollte vielleicht nicht ganz so gut klingen, klingt aber eigentlich immer noch, denke ich, ganz okay. Und jetzt schalte ich mal um auf das Mikrofon, in dem ich eben auch Logitech Rallye auswähle, also den Ton von dem normalen Hörsaalmikrofon, der jetzt eben über dieses Kabel hier auch reinkommt. Und ich habe das vorher mal getestet. Es klingt meiner Meinung nach, naja, so okay, man versteht halt irgendwie was, so richtig der Knaller ist es, glaube ich, nicht. Ich mute das mal und hänge mir mal das andere und das ist Hörsaalmikrofon Nummer 1. Und genauso probiere ich jetzt mal Hörsaalmikrofon Nummer 2, ob das halt irgendwie ein bisschen besser klingt. Keine Ahnung, wird man nachher in der Aufnahme hören und sehen. Ich gehe mal wieder auf diesen anderen Preset und schwenke mal die Kamera wieder noch ein Stück hoch. So ein kleiner Punkt ist mir auch aufgefallen, die Kamera ist halt im Hörsaal eben sehr weit und ich schalte mal wieder auf mein anderes Funkmikrofon um, wo ich eventuell ein bisschen besser klingt. Die Kamera ist halt im Hörsaal sehr weit oben angebaut, also es fällt schwer, in die Kamera zu schauen, um für die Zoom-Teilnehmenden gut auszusehen, in das Publikum zu schauen oder eben auf den Bildschirm zu schauen. Deshalb finde ich meine intern eingebaute Frontkamera an dem Laptop eigentlich gar nicht so verkehrt. Also da kann man einigermaßen gut ins Publikum gucken. Guckt nicht so sehr an der Kamera vorbei und es sieht auch nicht ganz so seltsam aus, wenn man halt mal auf den Bildschirm schaut, um zu schauen, was da so Schönes passiert. Und ein kleiner Nachteil des Logitech Rallye-Systems ist mir heute auch noch beim Testen aufgefallen, wenn ich mal wieder auf die Rallye-Kamera umschalte, sieht man, die hat sich zwischendurch einmal komplett ausgeschaltet, muss ich wieder komplett einschalten, geht wieder in den Standardmodus zurück und alle möglichen Zoom-Einstellungen, die man vorher getätigt hat, die sind halt weg, sodass wenn ich die jetzt wieder einmal komplett auf mich schwenke, dann sind da auf jeden Fall schon so 5 bis 10 Sekunden vergangen, bis man wieder das vorherige Kamerabild hatte. Also wenn man zum Beispiel, um Experimente zu zeigen, eben mal auf eine andere Kamera kurz umschaltet, dann ist das keine so wahnsinnig gute Idee, weil die Rallye sich dann eben zwischendurch einmal komplett ausschaltet. Das ist mehr oder weniger alles, was ich in diesem Video kurz zeigen wollte. Ciao, ciao!